Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit dem Nick. Also ich komme gerade einfach nicht drauf klar, wie witzig das aussieht. Was ist das für ein Bike? Erzähl mal kurz. Eine Honda Monkey 125. Die sind sehr selten geworden mittlerweile. Die kosten echt ein Schweinegeld. Und die sind vor allem richtig geil laufen. Die haben vor allem Power. Das denkt man gar nicht. Und die ist laut wie Sau, die Karre, ey. Der Auspuff kommt hier aus der Seite raus. Hast du das schon gesehen? Ja. Ey, das ist so Wahnsinn. Wir werden jetzt ein bisschen durch die Stadt fahren und werden ein paar Eindrücke einsammeln. Also er feiert schon. Die Leute gucken die ganze Zeit so dumm. Ist das jetzt? Pass auf, im Gegenverkehr. Oh Gott. Oh, also das ist so witzig. Du siehst so groß aus auf diesem Minibike. Ich aber irgendwie machst du schon wieder. Mann. Wie groß bist du? 1,85. Oh, wie witzig. Fahr mal den See. Alter, der Sound. Junge. Boah. Ist das ein Gerät? Der Gerät. Boah, das aber auch vor uns ist ja auch heftig. Ja, krass, was ist denn heute hier los? Schöne Wetter am Sonntag. Ist aber. Ich komm nicht klar. Alter. Hast du damit mal Wheelies probiert? Nee, Digga. Nee, war nicht. Zu schnell wie geht. Wie groß ich neben dir aussehe. Also ich werde auf jeden Fall das Teil gleich auch mal fahren. Und nimm mal die linke Spur. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Popcorn, pop. Jetzt, der lässt sich rein. Na, safe. Ich fühle mich ein bisschen so, wie als wäre ich deine Mutti und du bist so mein Kind und wir fahren zusammen. Komplett. Hä, hey, krass. Richtig cool. Das hast du jetzt ausgeliehen bekommen für heute. Mal gucken. Oder? Das Ding stand 2 Jahre abgedeckt in der Garage und wir haben heute bestimmt eine halbe Stunde gekickt, bis sie angegangen ist. Krank. Und jetzt, ja, mal gucken. Aber ich habe ja auch noch die Husqvarna. Aber die ist auch richtig gepflegt, ne? Die Digga, sieht der top ist aus. Alles gemacht, an der ist alles gemacht. Oh, mach doch mal die Beine so weg. Das sah ja witzig aus. Oh, das ist geil. Und das macht richtig, das macht schon vom Zusehen Spaß. Das ist abnormal, wie laut hier ist. Ich fass es nicht. Oder? Geile Karre, Digga. Boah, ist die schön. Ultra. Boah, Junge, ist das ein geiler Ausblick von hier. Guck mal. Ja. Da hoch einfach. Oder darunter. Weil darunter. Oh, was auch bei dem Rucksack, ja. Den Bändle. Können wir los? Ja. Auch nicht gesehen. Ich glaube schon. Oh ja, das sind ganz viele Leute. Okay, jetzt fahren wir einmal rum. Wir müssen jetzt noch nicht gleich stehen bleiben. Oh, die Kuppel rutscht. Oh nein. Die gucken alle. Oh. Du weißt, was richtig witzig wäre. Oh, pass auf. Ja, du bist so groß wie der Smart. Wenn du so. Du bist hier gerade so ein richtig aggressiver Fahrer und du machst dir so richtig Stress mit diesem kleinen Teil. Oh, jetzt wäre ich fast nicht reingefahren. Mach mich mal nicht platt, Junge. Boah, jetzt wäre ich echt fast nicht reingefahren. Boah. Ist das gemütlich oder? Ja. Ja? Ja. Weil ich wüsste jetzt nicht mit den Beinen, wenn man die ganze Zeit so sitzt, ob man da irgendwann einen Krampf bekommt oder. Aber es geht tatsächlich, ne? Boah, es sieht schlimmer aus, als es dort ist. Oh, rechts sind noch ein paar Leute. Wollen wir da noch, oder? Ja. Das ist einfach nur geil. Okay, lass mal hier gerade. Ja, und dann steigen wir mal kurz ab und dann machen wir kurz ein Bikeporn hier. Oder ich filme mal das Moped noch mal kurz von außen. Weil das muss ich mir noch mal genau anschauen. Einfach hier auf dem Fußweg oder so, oder? Hier so, an dem Eck. Junge, guck mal links, wie viele Kinder. Oh Gott. Okay. Lass mal den neuen Tragern hier reinmachen, wa? Also, das ist krass, ne? Wie klein das Teil. Der Auspuff. Ich komme nicht klar. Und dann musst du die so kicken in diesem. Ja, Mann, das ist voll geil. Die hat sogar einfach einen Ölkühler. Krank. Das ist so witzig.
Ultra. Vorne diesen Lichtern, die mit dieser Anzeige richtig steht. Das ist ein Neutralgang, wenn das hier grün leuchtet. Hier steht neutral. Wie geil ist das denn? Und dann hast du hier halt Geschwindigkeit und Drehzahl. Ja, geil hier auch mit dem Lenker so. Ja! Der sitzt, aber ich glaube, der sitzt richtig weich, ne? Ja. Ja, es geht. Hä, das also, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das ein 125er ist, oder? Also, das ist ja, ja, das schon, aber dass man überhaupt sich vorstellen kann, dass das irgendeine Straßen zulassen kann. Ja, das ist fahren wir mit der erstes übersehen und dann... Mich nimmt kein Mopedfahrer ernst. Mich hat auf dem Weg hierher einer gegrüßt. Einer. Und wir sind bestimmt 10 entgegengekommen. Witzig, das ist wie mit den Dreikfahrern, die sind sich auch immer unsicher. Ja, okay, mach mal deine GoPro an, kurz. Ich synchronisiere nochmal und dann... will ich auch mal, dass man das sieht, wie ich auf diesem Teil aussehe. Da mal eine Vorstellung zu haben für die Zuschauer. Oh, ups. Oh. Das klang nicht gesund. Okay, also. Ich kann mit der SMCR sonst einfach einen Strich hinterherfahren. Ich muss mich daneben mal stellen neben der SMCR. Junge, du siehst so lustig aus, Digga. Es ist unglaublich. Aber das sieht sich echt gut an. Ja, oder? Pass halt auch auf dein Bein, ne? Wegen dem Kummer. Ich weiß nicht, wie warm der wird. Ja, ich pass auf. Alter, du siehst so lustig aus. Aber das ist echt bequem jetzt, ne? Ja, ja. Kann man sich so vorstellen, dass man jetzt so sitzt und so fährt. Also ich bin ja eine Stunde, also nicht ganz eine Stunde, aber so eine Dreiviertelstunde bin ich ja hierher gefahren. Und eine Dreiviertelstunde? Ja, Junge. Ich war auf der Autobahn, du darfst ja theoretisch auf die Autobahn. Ja, du darfst mit dem auf die Autobahn. Der Besitzer von dem Ding ist im Elbtunnel mal liegen geblieben und die Polizei hat ihn dann einfach die Seitentür aufgemacht, reingeladen, ihn dann aus dem Tunnel rausgefahren. Digga, richtig lustig. Lol. Also es fühlt sich so illegal an, dieses Teil hier zu fahren, glaube ich, weil das ist so... es fühlt sich... Spielzeug. Ja, ja, ja. Und dich gucken nicht auch die Leute so an, als wäre das ein Spielzeug. Ja, ich freue mich... Guck mal, ich gehe jetzt... Kannst du auch einfach anmachen. Ja, Digga. Die Felge ist so groß wie die Hälfte des Motorrads. Boah, die Bremse geht aber gut, hä? Die ist richtig gut. Scheibenbremse, boah. Junge. Guck mal, die fühlt sich ein bisschen unsafe an. Ja, aber wahrscheinlich, weil ich einfach nicht gewöhnt bin, weil die so weich ist hier. Also so leicht und meine ist so schwer. Also jetzt nicht die, aber die von der EXC. Boah, Junge, die ist ja auch weich. Aber trotzdem, ne? Heftig. Okay, ich fahre jetzt mal hier hoch und runter. Du musst mich aufnehmen. Und dann muss ich noch mal ganz kurz an der Elfi lang. Also, einfach jetzt klicken. Die lustig wäre, wenn wir... Ja, die ist im Leerlauf. Einfach runtertreten. Und dann geht sie an. Kein Gas geben. Mach ich nicht. Schnurrt wie eine Katze, ne? Ich mach kurz in meine Schnürsenkel rein. Oh ja, safe. Lieber, die wenn Übersetzung die mir anbrennen. Von dem Motorrad ist auch so geil, Junge. Hinten das kleine Kettenrad. Aber ich muss jetzt nichts beachten. Ganz normale Gangschaltung ist einfach weiter. Ganz normal. Nicht irgendwie du hast aber nur 4 Gänge, ne? Ja, das reicht ja. Das reicht ja. Boah, ist aber weich, ne? Ich fahr jetzt erstmal hier hoch und runter. Ach, hier darf ich hier gar nicht. Ja, fahr einfach hier lang. Oh, warte, ich warte noch, bis der Verkehr weg ist. Junge, wo kommen die denn alle her? Ach, oh, Junge, was? Soundcheck. Oh, die brummelt hier, die brummelt. Ja! Die brummelt im Hintern. Gibt's eigentlich überhaupt noch ein kleineres Motorrad, außer dieses Spielzeugdinger, aber das ein zugelassenes? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Ich bin ja der Nachfolger von dem Ding, ist ja die Honda MSX, diese Honda Grom, Junge, die ich mal zu Weihnachten hatte. Junge! Die sieht so maximal lustig aus. Das ist ja richtig geil! Du kannst deine Beine eigentlich voll entspannt an diesem Tank da ablegen, so leicht. Ja, oder? Hey, ein bisschen Offroad. Offroad? Ja, beim Lenken ist Bein halt raus. Mit dem Bein dann, ne? Stimmt, aber bei mir geht's tatsächlich. Ja, bei dir geht's, aber ich hub oft, voll oft einfach, weil ich mit meinem Knie gegen die Hupe bekomme. Boah, ist das witzig! Oder? Ey, mach keinen Stress, Jungs. Kollege! Guck mal, du hast schon jemanden gefunden, der dich cool findet. They see me rolling. They hate it. Ist das geil. Oder? Okay. Das ist so schade. Na gut, ich werde jetzt mal kurz eine kleine Runde alleine fahren hinher. Frech. Mal gucken, vielleicht fahre ich auch nicht bis zur FI, aber mal gucken. Ja, ich warte. Beeile mich. Ich warte. Was denn jetzt dort hier? Na gut, ich fahre jetzt einfach. Mach mal. Bis gleich. Bis gleich. Nick. Tschüss. Junge, das ist so wackelig. Okay, Leute. Also, ich weiß gerade nicht, ob ich gerade die Vorfahrt genommen habe. Ab geht's. Boah, ich bin ja hier schon bei 60. Ich muss ja richtig aufpassen, du. Also ich muss sagen, das ist echt sau bequem und ich hätte jetzt richtig Lust auf so eine Tour, eine einstündige oder so. So mit Leuten, die auch so ein Teil fahren. Wie geil wäre das denn? So eine Motorradtour mit einfach mit der Gang, die auch so ein Mini-Motorrad haben.
Ist das geil. Hey, ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich übersehen, du. Ein bisschen riskant. Okay, ich fahre jetzt hier rein. Boah. Aber die hat auch schöne Dämpfer, muss ich sagen. Gar nicht so bequem. Ist das geil. Ich fasse es gerade nicht. Ah, jetzt bin ich im Neutralen. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt bin ich im Zweiten. Okay. Ey, das macht so Spaß. Wie laut die auch einfach ist. Ach, ich komme mir echt... Ich finde es nicht mal peinlich oder so. Weil manchmal hat man so einen Cringe-Moment. Aber bei der fühle ich das gar nicht. Ich fühle mich ja richtig cool. Mensch, da fährt er aber richtig langsam vor mir. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das Teil hier zieht. Ja. Oh, wenn ihr aber so ein kleiner Hügel kommt, dann wird es schon echt ein bisschen riskant. Das ist ja so geil. Ich höre wieder Nick. Ja. Also, ich habe schon eben gesagt, ich weiß nicht, ob man so richtig auf den Straßen Respekt bekommt mit so einem Teil. Nein. Nee, ne? Absolut nicht. Absolut nicht. Die können sich so gut saugen, lustig aus. Oh mein Gott. Auf dicken Mann. Straßenposer. Ja, Mann, echt. Moin. Moin, Meister. Alter, das macht aber... Das macht richtig Spaß, das Ding, ne? Ja, neutral ist ein bisschen tricky. Ja. Aber ja, wo geht's? Geht. Wo geht's aus? Hinten ist so ein... Hinten links ist so ein Schlüssel, den du umdrehen musst. Krank, das hat so Spaß gemacht. Oder? Am liebsten wird man wirklich weiter eine Stunde oder zwei Stunden fahren mit dem Teil. Ja, das ist richtig geil. Ich fasse es nicht, wie witzig das ist. Vor allem, du siehst einfach so viele Leute, die so lachen und grinsen deswegen. Und das macht einem irgendwie immer so ein schönes Gefühl. Aber manche gucken auch richtig verwirrt auch einfach nur. Ja, ja, weil die denken so, was macht der mit einem Spielzeug? Und es klingt halt wie ein großer, ne? Digga, es fühlt sich so falsch an, hier an so einem riesen Schiff zu sitzen. Aber das ist sau bequem. Das hätte ich nicht gedacht. Voll geil. Extrem. Ey, Wahnsinn. Richtig geil. Ja, gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's mit der kleinen Tour hier mit diesem Teil. Vielleicht kommt noch mal ein zweites Video, wo wir ein bisschen Kurven fahren. Das sieht so lustig aus. Nein, aber ich habe echt Bock, mit dem Teil mehr zu machen irgendwie. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr Bock hättet mit dem. Ich habe schon gesagt, eigentlich müssen wir so einen Aufruf starten mit Leuten, die auch so ein Teil fahren und dann so eine richtige Tour machen mit nur solchen Teilen. Ja, in Hamburg gibt es doch sowas. In Hamburg gibt es sowas. Lass es mal machen, so geil. Ja, schaut wieder bei Lauf vorbei, ihr werdet jetzt auch nochmal ein Video drehen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.